Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück bei Tim Theodors virtuellen Weihnachtsmarkt. Heute zeige ich euch, wie ihr in kurzen Schritten eine heiße Pflaume macht. Wer kennt es nicht? Ihr kommt von draußen, es schneit, euch ist kalt, eure Hände sind kalt und ihr seid einfach komplett durchgefroren. Ihr wollt euch aufwärmen, innerlich wie äußerlich? Da habe ich eine Idee für euch. Und zwar brauchen wir dazu einen Pflaumenlikör, etwas Schlagsahne und ein bisschen Zimt. Als erstes erwärmen wir den Pflaumenschnaps. Das ist ein Pflaumenlikör. Es gibt jetzt zwei Optionen. Entweder ihr schenkt es in die Schottgläser ein oder erwärmt es in einem Topf. So, wir wählen jetzt die Mikrowelle. Los geht's. Und schon ist der Pflaumenlikör heiß. Ich bevorzuge persönlich immer eine Mikrowelle, weil da könnt ihr den Pflaumenlikör direkt schon in die Schottgläser füllen und müsst nicht aus einem Topf in die Gläser aufteilen. Ja. Als nächsten Schritt benötigen wir Schlagsahne, einfach aus der Dose. Und puren das einfach vorsichtig und großzügig ruhig auf den Pflaumenlikör. Und als Topper etwas Zimt. Das war's. Gerne schotten, alles auf einmal. Die Sahne ist kalt, der Pflaumenlikör heiß, also keine Angst vorm Verbrennen. Tim Theodors heiße Pflaume. Zum Wohl. Bis morgen. Ich trinke das jetzt nicht.